meine Liebe, mein Lieber, ich grüße dich hier einmal ganz, ganz herzlich zu den Tagesbotschaften. Was kommt jetzt auf dich zu? Ab dem morgigen Tag, Freitag, Samstag und Sonntag. Bevor ich hier starte, ein riesengroßes Dankeschön an jeden einzelnen von euch. Vielen lieben, recht herzlichen Dank für die wundervollen Kommentare, Likes, Abonnenten. Vielen, vielen Dank. Ich starte jetzt für dich, irrelevant, wie du hier schaust. Alle Kartendecks findest du in der Infobox. So wie diverse andere Dinge, die ich hier anbiete, einmal auf der Website. Noch eine. Noch eine. Ich habe das hier noch etwas umgestellt. Eine Karte. Ich habe das hier noch etwas umgestellt. Ein Stopp. Hier wollte aber noch eine Karte raus. Schauen, dass ich das hier so hinlege, damit du das alles ganz gut sehen kannst. Hier wollte nämlich noch eine Karte raus.
So, mein Lieber, ich hoffe, du kannst hier alles ganz gut sehen. Ich starte jetzt einmal für dich. Schau bitte einmal individuell für, wie das eben für dich stimmig ist. Ich sehe hier Konflikte. Ja, das kann bei dir stattfinden. Nimm das für euch beide wahr, dass du für dich deine Themen eben auch derzeit hast und er oder sie für sich diese Themen hat. Ja, also zuallererst, was ich hier bekomme, wenn du hier eine Begegnung hattest in der Vergangenheit über Internet oder ähnliches, irrelevant, wie die Kontakte zustande gekommen sind. Hier ist so bei den einen oder anderen die Vorsicht geboten. Ja, wir haben hier Gaslight, den Betrug. Hier zeigt sich eine Situation, womit man sich nicht länger die Zeit verschwenden sollte. Diese Person müsstest du allerdings schon kennen. Ja, diese Person müsste schon in deinem Leben sein. Ich sehe hier auch mehrere Personen. Ich sehe Optionen und ich sehe Möglichkeiten. Ja, wir haben hier einmal den Casanova, irrelevant, wie du hier eben schaust. Auch wenn du hier als männliche Person für eine weibliche Person eben schaust. Ja. Schau bitte für dich, wie das für dich stimmig ist. Nicht mehr länger seine Zeit mit gewissen Dingen zu verschwenden. Ich sehe hier eine weibliche Person, ich sehe hier die Hauptperson, ich sehe hier zuzüglich eben auch noch eine andere Person, die bei dir oder bei deinem Gegenüber oder bei euch beiden involviert ist. Ja? Des Weiteren bekomme ich hier eine Situation. Es kann sein, dass bei dir etwas stattgefunden hat, was die Eltern betrifft. Ja? Dass hier sich die Eltern trennen möchten. Das bekomme ich für eine Person. Ja, dass hier eine gewisse Situation stattfindet. Das Ganze könnte übrigens hier auch bei deinen Eltern stattgefunden haben. Ja, also das bekomme ich hier auch für den einen oder anderen, dass hier eine Situation ist, wo du mehr oder weniger eine Person eben auch warnst. Ja, wo hier die große Warnung ist. Denn ich sehe schon dich hier in der Situation, dass man sich hier betrogen fühlt. Also irgendetwas kommt hier ans Licht. Ja, das kann auch viel durch das Außen eben kommen. Schau mal bitte für dich, ja, für die Liebe, aber auch in berufliche Situation. Man fühlt sich hintergangen, man fühlt sich betrogen. Man fühlt sich auch, das kann jetzt auch im Familiären sein, dass man eine Person hier eben ist, wo du eben ganz genau aufpassen solltest, wo du ganz genau schauen solltest. Ja, also hier ist definitiv etwas im Verborgenen. Hier ist etwas im Geheimen. Wir haben hier viel die Dunkelheit. Also hier ist dann auch die Vorsicht geboten bei dem einen oder anderen. Ja, dass du hier vielleicht auch auf einen Trickbetrüger reinfällst oder eben auf einen Heiratsschwindler oder. Ja, schau bitte auf dich. Ich sehe dich hier als weibliche sowie männliche Person im Luxus. Ja, so bekomme ich das hier einmal mit der Beauty. Schau bitte für dich. Und ich gehe jetzt eben auf das Tarot ein. Ich sehe hier Herzschmerz. Du wurdest hier verletzt. Ja, von einer Person. Das dürfte bei den einen oder anderen nicht lange her sein. Das heißt, die Situation ist ganz aktuell. Natürlich schauen wir für die Zukunft. Du solltest bewusst hier eben auf kurz oder lang, dass man hier die Augen öffnet und dass man hier eine neue Richtung einschlägt. Das wirst du auch tun. Ja, denn hier befasst du dich noch mit einer Situation, stark, die präsent ist. Das ist hier keine Situation aus der Vergangenheit. Ich sehe eine Situation, die momentan stattfindet. Ja, wo man sich eben mit beschäftigt. Dass man hier auf jemanden reingefallen eben auch ist. Auch viel, was Ausland etc. beinhaltet. Ja, schau mal bitte, in welchen vertraglichen Dingen du da eben auch bist. Ja, das kann alles im Grunde genommen sein. Also man hat hier auch, man verschwendet nicht mehr länger seine Zeit mit gewissen Dingen. Es ist hier ganz klar die Zeitverschwendung. Ja, und du solltest bewusst schauen, mit wem du deine Zeit verbringst. Die Zeit ist das Wertvollste und das Kostbarste und solltest dich nicht länger in diesen Demütigungen, bekomme ich hier auch, ja, gefangen halten. Das heißt, jemand gibt etwas vor und letztendlich schaut dich bewusst an und demütigt, also hat hier ganz klar Hintergedanken, ja. Also schau mal bitte, wir haben die vierte Stäbe in Kombination auch mit diesem Herzschmerz, ja, dass du kurzweilig auch in diesen Gefühlen des Powers auch warst, ja, dass dich hier jemand mehr oder weniger auch erfüllt mit seinen, ihren Worten, mit Gestiken oder mit, wenn ihr gemeinsam zu tun habt, ja, also hier ist bewusst absolut die Warnung. Dann haben wir hier die sechs der Schwerter. Hier beginnst du etwas Neues. Das heißt, du machst dich auf den Weg, aus diesen rauszugehen, aus diesen Verletzungen. Hier ist eine Lernaufgabe. Das heißt, du wurdest hier mit jemandem konfrontiert, was letztendlich deine Lernaufgabe war. Ja, wir hatten ja in den vergangenen Tagesbotschaften auch ganz klar die Prüfung, der Test.
Ja, schauen wir bitte, was da eben auch vorgefallen ist. Hier haben wir auch nochmal Herzschmerz. Ja, also es ist ganz, ganz wichtig jetzt für dich zu schauen, denn ich sehe dich in deiner Stabilität. Hier zeigst du dich als Königin der Münzen. Das heißt, du bist in der Stabilität. Ja, sehe ich hier jemanden, der finanziell absolut unabhängig ist. Das kann jetzt hier auch der König der Münzen sein. Ja, also schau mal bitte. Hier auch mit dem Hierophant. Du hast hier eine große Warnung in dem Sinne. Trifft hier nicht auf jeden zu, aber schau bitte, wen du hier jetzt auch begegnest und vor allem, wem du begegnet bist. Ja, denn hier hat man die Augen verschlossen. Du verschließt hier bewusst die Augen vor dieser Situation, was im Grunde genommen die Vorhaben sind dieser Person, dieser Drittperson. Ja. Ich bekomme das hier nicht für eine Seelenpartnerschaft oder ähnliches. Dazu komme ich eben auch gleich. Dann haben wir hier die Gerechtigkeit. Ja, also hier wird es Gerechtigkeit geben, wenn man hier die Augen für das öffnet. Ja, ich bekomme immer wieder, dass du genau schauen solltest, die Warnsignale auch beachten. Denn ich sehe hier Trauer und ich sehe hier Herzschmerz. Wir haben die 9 der Kelche und wir haben die 4 der Münzen. Einmal weiter zu dem Szenario, was sich hier eben gezeigt hat, dann gehe ich gleich auf andere Szenarien dann eben auch ein. Die 4 der Münzen ist auch nochmal das, was ich hier eben sagte, den Blick nicht für das Wesentliche zu haben. Den Blick darfst du erst bekommen, denn ich sehe hier schon eine Situation, wo man sich drauf einlässt, du letztendlich hier aber hier aus der Situation rausgehst und in dieser Trauer bist. Des Weiteren zeigt sich hier die 9 der Kelche. Das ist die starke Sehnsucht der Liebe. Man sehnt sich nach Angekommenheit. Man sehnt sich nach dieser Liebe. Fast schon eine Bedürftigkeit für den einen oder anderen. Das ist nicht negativ gemeint, aber ich sehe hier eine ganz, ganz traurige Situation, wo man etwas nicht sehen möchte. Ja, es vehement ablehnt. Wir sehen hier diesen Blick dann eben auch. Jemand lehnt es vehement ab. Hier eben das zu glauben, was du jetzt eventuell auch siehst, ja, wo du dich dann eben auch angesprochen fühlst. Aber dem ist letztendlich so. Ja? Nicht für alle. Ich sehe hier zumindest die starke Sehnsucht und man nimmt mehr oder weniger alles in Kauf, nur damit man sich diese Liebe mehr oder weniger ja fast erkaufen kann. Ja, und Liebe ist nicht käuflich. So bekomme ich das hier. Dass diese ganze Situation hat nichts mit dir zu tun. Denn diese Person hat den Blick nicht für die Liebe. Absolut nicht. Ja, mit der du es hier eben auch zu tun hast, mit dieser Person, die dich enttäuscht und verletzt und hintergangen hat oder es vorhat, dich zu hintergehen. Er oder sie schaut nicht darauf, ob es jemandem gut geht, ja, sondern nutzt die Vorteile. Also schau mal, auch in geschäftlichen Angelegenheiten, ja, solltest du da eben bewusst auch schauen, in jeglicher Form. Ja, wir haben hier, entweder stehst du hier in der Öffentlichkeit, dass hier etwas ist, also du erfährst auch etwas durch die Öffentlichkeit. Dann haben wir hier auch nochmal die Gerechtigkeit, was wir hier in doppelter Bestätigung auch haben. Es kann sogar sein, dass diese Person schon mehr oder weniger verfolgt wird. Ja, das bekomme ich hier auch für den einen oder anderen. Also diese Person wird ertappt, diese Person wird erwischt. Denn hier sind Prüfungen im Hinblick dessen, dass hier jemand beobachtet das Ganze. Ja, also es wird hier ganz stark beobachtet. Ja, mit der Gerechtigkeit. Dann haben wir hier den Mond, auch nochmal die Abendstunden. Also achte hier bitte, wir haben hier den Mond, wir haben hier den Mond. Das sind auch die Ängste, wir haben hier auch viel Dunkelheit. Ja, also schauen wir bitte, wem du in der Vergangenheit hier stark auch vertraut hast. Vielleicht hast du jemanden sogar deinem Schlüssel oder ähnliches gegeben. Ja, also hier ist bewusst die Warnung. Und dann haben wir hier die 3 der Erde. Etwas erfährst du durch die Öffentlichkeit, etwas wird öffentlich gemacht. Hier könnte jemand hinter ihm oder ihr schon her sein, ja. Und wir haben hier die 2 des Wassers. Also jemand lässt hier auch nicht locker. Wenn du hier in einer Gegebenheit bist, zieht diese Person das Vorhaben durch, was auch immer er oder sie jetzt in Gedanken hat, ja. Also es zeigt sich ja hier auch klar mit dem Schock und mit dem Betrug und mit der Lernaufgabe, dass das wirklich eine Lernaufgabe denn eben auch ist oder war, schau bitte für dich. In Wunschpartnerschaften sind hier definitiv noch andere Personen involviert, ja. Das heißt, hier
gibt es noch eine andere weibliche Person und hier gibt es auch noch eine andere männliche Person, ja, je nachdem, wie du hier schaust. Das kann in einer Dreieckskonstellation sein, das kann in einer Vierieckskonstellation sein, das kann in einer heimlichen Verbindung sein, das kann in jeglicher Form auch immer sein, dass man dich hier beobachtet, dass man ganz genau schaut, eine Ex-Partner, Ex-Partnerin, so bekomme ich das hier eher, möchte nicht loslassen, ja, also eine andere Person macht sich hier starke Gedanken noch um dich oder dein Gegenüber, ja, und da, hier schaut man auch, also diese Person wird nicht so schnell aufgeben und wird auch nicht so schnell loslassen. Und es kann sogar sein, dass du hier gerichtliche Schritte einleiten musst im Nachhinein. Ja, also schau mal bitte für dich. Hier haben wir auch mit diesen Karten, dass du zurück ins Leben kehren solltest. Wieder eine Karte mit geschlossenen Augen eben. Ja, es ist jetzt ganz, ganz wichtig, den Blick für etwas zu bekommen. Für diesen Betrug. Für das, was dir jemand vorgegeben hat, was ja jetzt im Allgemeinen auch stattfindet. In diesem Jahr sind wir ja ganz, ganz stark drin. Und deswegen ist es nochmal umso wichtiger zu erkennen, was hier eigentlich ganz schnell erkannt auch wird. Ja? Aus der Situation wirst du schnell rauskommen. Und hier ist es wichtig, dass du dich hier bewusst den Fokus darauf legst, auf dich und dass du diese neunte Kelche leben wirst, nur nicht mit dieser Person. Dann haben wir hier, höre ganz genau hin. Ja, warum möchtest du im Hinblick dessen die Wahrheit nicht erkennen? Hier möchte jemand, ich sagte ja, ich bekomme hier, es wird vehement abgelehnt, es zu sehen. Ja, das ist wie, als ob diese Person dich hier manipuliert. Ja, hier hat dich auch jemand manipuliert. Davon mal abgesehen. Ja? Erkenne das Licht. Erkenne das göttliche Licht. Erkenne dein Licht. Erkenne, wie kraftvoll du wieder sein kannst. Denn hier ist derzeit nicht die Kraft drin. Hier ist die Erschöpfung drin. Dass du in diese Energie kommen darfst. Denn hier bist du ja nicht in dieser Energie drin, etwas zu sehen, etwas zu erkennen, etwas wahrzunehmen. Und das göttliche Licht führt dich auf deinem Weg. Das heißt, du bist hier unter starkem göttlichen Schutz. Ja? Entspanne dich, heile, kläre Körper, Geist und Seele. Und hier haben wir auch nochmal die Dunkelheit. Also wir haben hier, dass du vertrauen darfst, dass jetzt auf dich eine entspannte Phase zukommen wird. Ja? Im Hinblick dieser Enttäuschungen, im Hinblick dieser Verletzungen, erkenne vor allem dein Licht. Kläre deine Aura, heile hier. Für all die, die hier sowieso in diesem Thema sind. Das ist ganz, ganz wichtig. Hier auch diese gewisse Schutzenergie. Ja? Lass dich hier bitte führen und nimm wahr. Was haben wir hier? Wir haben hier Probleme der Familie. Dein Liebesleben profitiert davon, wenn du deinen Eltern vergibst. Das können Enttäuschungen sein durch ein Familienmitglied. Du erfährst jetzt etwas, wo man dich drastisch enttäuscht hat, was du in der Vergangenheit nicht gesehen hast, sprich du hast es verdrängt. Es kann sein, das, was ich zu Anbeginn sagte, für eine Person, dass sich hier die Eltern trennen. Ja, wir haben die Trennung und eben die Familie hier ganz klar, aber auch mit einer Person, wo du jetzt in einer Liebesverbindung oder ähnliches bist. Ja, das ist nicht für jeden. Ich bekomme es hier nur für eine Gruppe. Das sind irgendetwas ist hier, wo du jemanden jetzt kürzlich erst begegnet bist oder jetzt jemanden begegnen wirst. Ja, und schau bitte, welche Vorhaben diese Person hat. Ich bekomme auch stark den Betrug hier, leider im familiären. Ja, so schau mal bitte. Wir haben hier, bringe deine Liebe zum Ausdruck, sei mutig und geh einen Schritt auf deinen Wunschpartner zu. In Kombination die Trennung, eine vorübergehende Trennung von deinem Partner ist in Sicht. Also hier hat eine Trennung stattgefunden. Hier ist man derzeit in familiären Themen. Hier ist man mit Dingen auch beschäftigt. Es kann hier auch die berufliche Situation sein, denn wir haben das Zeitmanagement in Kombination die Sonne, die ja dann eben auch für Erfolg steht. Ja, und dass man hier sich mit anderen Dingen derzeit beschäftigt. Ja, dass man sich hier auch um die Familie kümmert, dass man hier, ich sehe aber niemanden, der hier irgendwo in finanziellen Unsicherheiten ist oder in der Unbeständigkeit, ja. Also ich sehe hier schon, wo es aufwärts wieder geht, ja, wo dann die eine oder andere Instabilität sein könnte, denn wir haben hier den Adligen, ja, und hier eben auch die Beauty.
dass es hier wieder bereits Form, Gestalt annimmt. Ja, also ein neuer Wind zieht hier auf. Wir haben die Umarmung, du hast dein perfektes Gegenstück gefunden. Für all die, die hier in diesem Thema eben auch sind, ist es genau zu prüfen, auch nochmal der Mond, die Dunkelheit, Finsternis, ja. Also achte da bitte ganz besonders drauf. Wir haben Lausche in dich hinein, finde heraus, was hinter deinen Gefühlen steckt, ja. Und für das Szenario, was ich hier sagte, solltest du genau in dich hineinlauschen, den Blick dafür bekommen. Hier haben wir auch nochmal mit der Karte Listening for True, dass du da genau hinhören darfst. Ja, in dieser Situation. Also es ist bei euch beiden hier mehr oder weniger eine Enttäuschung derzeit. Ja, in jeglicher Form auch immer. Also es zeigen sich hier ganz, ganz viele Themen. Auch hier diese andere, diese dritte Person, diese weibliche Person, die ich hier auch ganz stark bekomme, weil wir haben hier den Casanova, dass auch diese Person enttäuscht ist. Ja, und hier in gewissen Dingen ist, wo man hier hält noch jemand anderes fest. Hier ist definitiv noch eine andere Person bei euch beiden oder bei ihm oder ihr und möchte nicht loslassen, ja? Und sieht das irgendwo auch nicht ein. Unabhängig davon bist du hier stark, also das war jetzt all für die Singles, ja? Unabhängig davon bist du hier stark mit jemandem in Verbindung, ja? Also ihr spürt diese starke Verbindung. Jetzt schau mal bitte, wer das ist, ja? Hier zeigt sich nur ganz stark eben eine Betrugssituation, ja. Aber man wird es erkennen, wir haben hier auch den Adligen in Kombination, der Tod. Und hier wacht hier jemand auf, hier öffnet jemand ja die Augen, ja, für etwas, was hier geschehen ist. Und disponiert hier um. Also hier ist derzeit auch jemand am Umstrukturieren, Umplanen. Man plant etwas um, weil man etwas gewahr wird, ja. Ja, und das Ganze könnte jetzt eben deinem Gegenüber passieren. Also das Ganze könnte eben miteinander in Verbindung stehen. Sprich, dein Gegenüber hat diese Themen oder du hast gerade diese Themen. Ihr seid beide irgendwo in Lernaufgaben, ja. Und wenn du hier Single bist oder eben für die berufliche Situation schaust, gerade wenn du hier eben höher positioniert bist, ja, es ist wichtig, da eben ganz genau zu schauen. Was haben wir hier? Wir haben hier die Stärke. Du wirst hier gebeten, das Universum, das Göttliche ist bei dir. Du stehst unter starkem göttlichen Schutz. Hier weiterhin dir selbst zu vertrauen. Also hier ist ein starker Betrug seitens einer ganz, ganz hohen gestellten Person. Ich bekomme hier stark fürs Globale eben auch. In deiner Situation, hier im Allgemeinen bekomme ich das, dass du natürlich aufgrund dessen hier immer und immer skeptischer wirst, ja. Letztendlich dient es aber deinem Wachstum, ja. Es ist der Schlüssel zu dir selbst, hier für gewisse Dinge die Augen zu öffnen. Wir haben hier auch die Maske, die Täuschung, ja. Jemand lebt hier seinen Schein, jemand wahrt seine Maske. Und du wirst aber diesen Blick dafür bekommen. Du wirst letztendlich gestärkt aus dieser Situation rausgehen. Es ist für dich eine Lernaufgabe. Es ist wichtig, dass du diese Schritte gehst, um letztendlich hier in deiner vollsten Stärke zu sein. Ja, es sind Prüfungen. Dann haben wir hier, ich bekomme ganz, ganz viele Szenarien, ja, deswegen sagte ich, schau bitte individuell, für dich ist eine allgemeine Legung. Das ist hier einmal durch das Familiäre. Jemand könnte genau prüfen, jemand könnte observieren, jemand könnte bewusst immer und immer wieder auf dich schauen, weil du hier eben auch Gewisses erreicht hast. Das kann hier viel auch bei den Geschwistern sein, ja. Also schau mal bitte. Wir haben die Vier des Wassers. Hier beobachtet jemand. Hier beobachtet jemand, nicht erst seit gestern, ja, die ganzen Geschehnisse, das mit dir, das kann dein Wunschpartner sein, das kann deine Wunschpartnerin sein in einer Seelenverbindung. Wir haben hier die Dualseelen, also hier ist definitiv etwas Wahres auch, ja, auch wenn du jetzt in der Annahme bist, dass du niemandem mehr vertraust, ja, dass du der ganzen Situation nicht mehr vertraust, habe bitte Vertrauen zu dir selbst, was diese Karte hier schon ausgesagt hat, ja, lausche in dich hinein, finde hier zu dir, erkenne das Wahre und erkenne vor allem auch den Blick für die Unwahrheiten, ja, für den Schein. Lausche in dich hinein. Du erkennst die Wahrheit liegt in dir. Wir haben hier die Stärke und wir haben hier die Stärke, ja. Es ist wichtig, dass wenn du emotional
tief am Boden bist, wenn du sehr stark belastet bist aufgrund dieser Situation, was gerade geschieht, ja, ist es umso wichtiger, sich nicht an dieser Situation, Person, festzuhalten. Ja, also hier klammert jemand. Hier ist das ganz starke Klammern. Und diesbezüglich darfst du jetzt den Blick bekommen. Ich bekomme einerseits, dass du hier absolut gestärkt hervorgehst. Schau dir bitte diese Karte an. Ja, dass du diese Lernaufgabe bestanden hast, sprich abschließt. Für andere wiederum ist es hier so eine gravierende Lernaufgabe, dass man den Blick für das Eigentliche gar nicht bekommt. Und deswegen möchte ich dir hier mitgeben, irrelevant, was hier geschieht, dass du hier in die neuen Möglichkeiten gehst, und zwar in das Wahre gehst, ja, mit einer Person, wenn du diesbezüglich vertraust. Vertraue dir selbst, ja. Du wirst dich auch umdrehen und gehen. Du wirst hier etwas beenden. Ja, das wirst du. Wir haben die 6 des Feuers. Und hier schaut jemand immer und immer wieder. Ja, möchte dich auch irgendwo nicht das eigene Leben führen lassen. Ja, auch nochmal stark durch die Familie. Des Weiteren ist hier jemand stark frustriert. Ja, das sind Frustrationen. Also jemand lädt auch gewisse Frustrationen an dir ab. Immer und immer wieder. Das kann in jeglicher Form auch immer sein. Wir haben hier die 8 des Feuers. Es geht hier um eine Person. Einmal, das kann eine Ex-Partnerin, ein Ex-Partner sein oder in einer Noch-Verbindlichkeit, ja, dass man hier einfach nicht loslassen möchte. Also man lehnt es vehement ab, man besteht darauf, ja. Das sagte ich ja, das ist hier ein ganz klares Mangelthema. Also hier ist jemand bewusst im Mangel und das kann hier jemand bei dir sein oder bei deinem Gegenüber, ja. Hier geht es um die eigenen Bedürfnisse, um die eigenen Sicherheiten. Ja, wo bewusst jemand reinschaut, das, was ich hier schon sagte. Dann haben wir hier den Tod. Diese Karte hatten wir auch in der letzten Tageslegung gehabt. Ja, also im Grunde genommen kennst du diese Situation. Du bist bewusst dieser Situation schon einmal begegnet und lässt dich wieder darauf ein. Oder er oder sie lässt sich darauf ein, um jetzt aber zu erkennen. Ja, es kann auch sein, dass du eine Situation Revue passieren lässt, bewusst, damit du mehr oder weniger für dich die Erkenntnis hast und im Background schon andere Personen eben auch warten. Ja, das heißt, du hast dir jemand organisiert. Das bekomme ich hier auch gerade rein, dass andere Personen diese Person jetzt hier zur Rede stellen, sprich auch festnehmen. Ja, ich weiß jetzt nicht, wie du hier schaust. Also hier sind schon gravierende Themen, die hier stattfinden. Wir haben hier den Ritter des Wassers. Jemand ist gefangen in der Situation, ja. Also, das kann diese dritte Person sein. Hier kommt jemand nicht weit mit seinen, ihren Vorhaben. Und du wirst ihn oder sie zur Rede stellen. Sprich, dritt, viert Personen werden ihn oder sie zur Rede stellen. Also, du wirst hier auch etwas erfahren, was du nicht gedacht hättest. Ja, das könnte, jemand könnte zu dir nach Hause kommen im Nachhinein und könnte dir mehreres noch näher bringen über diese Tricksituation. Ja, dass hier jemand eben schon ganz, ganz lange hier sowas durchführt. Also andere Leute hier zu betrügen. Ja, wie hier einen starken Betrug eben auch haben. Also hier steht auch jemandem das Wasser bis zum Hals. Ja, in Kombination die 7 der Luft. Und hier sucht auch jemand nach einem Ausweg. Ja, du wirst den Ausweg für dich finden und diese Person wird versuchen, hier einen Ausweg zu finden. Jemand ist hier auch irgendwo allein unterwegs. Ich bekomme immer wieder, du bekommst diesen Blick, ja, dass du dich aus der Stärke eben auch repräsentierst und zeigst. Du wirst den Blick dafür bekommen. Wir haben hier auch die Wiedergeburt. Ja, etwas Neues entsteht, etwas Neues möchte entstehen. Dass man hier eben auch lange die Zeit mit weiteren anderen Personen verschwendet hat. Also währenddessen du hier in deinem absoluten Element warst, hatte diese andere Person etwas geplant. Ja? Was haben wir hier? Vergeben und lernen. Indem du die Vergangenheit loslässt und heilst, erfährst du mehr Liebe im Hier und Jetzt.
Diese Situation darfst du jetzt loslassen, obwohl sie aktuell ist. Sie wird auf den einen oder anderen zukommen, weil wir haben die Lernaufgabe. Es kann natürlich auch in den vergangenen Tagen stattgefunden haben. Ich bekomme es für das jetzt, da wir für die Zukunft schauen. Ja? Dass hier noch bei dem einen oder anderen Vergebungs- und Lernthemen sind, womit man im Jetzt abschließen darf. Ja? Wir haben hier die Lernaufgabe. Dass es bewusst eben ist, dass man hier bislang eben immer und immer wieder mit Personen, mit Situationen, ob es im Beruflichen ist, ob es in der Liebe ist, es ist hier ein klarer Betrugsfall, dass man seine Zeit mehr oder weniger verschwendet hat. Ja? Einer falschen Person die 9. Kelche übermittelt hat. Die ganzen Gefühle, und wir haben hier auch die Situation, hier geht es auch stark um das Materielle. Ja? Dass man hier materiell sowie emotional ganz stark ausgenutzt wurde. Denn wir haben hier die Kiste voller Gold. Ja? Und es zeigt sich auch hier. Wir haben hier den Adligen und wir haben die Beauty, das, was ich vorhin sagte. Das sind die Vergebungs- und Lernthemen. Und wir haben die Chemie, stimmt, es besteht eine starke magnetische Anziehungskraft. Und das ist hier definitiv jemand anders. Ja, wenn du Single bist, wirst du dieser Person eben begegnen. Und in Seelenpartnerschaften, Wunschpartnerschaften ist das hier klar eine Situation, wo er oder sie mit Dingen konfrontiert wird, seitens Familie, seitens berufliche Situation, seitens einer Täuschung, einer Lernaufgabe oder eben bei dir. Ja? Es besteht eine starke magnetische Anziehungskraft. Was haben wir hier? Du hast die Macht, alles hier umzulenken. Des Weiteren, also eine starke, kraftvolle Seelenverbindung mit den Dualseelen. Ja? Ihr werdet hier eben kraftvoll, jeder für sich, auch gemeinsam bei dem einen oder anderen, gestärkt hervorgehen aus dieser Lernaufgabe. Es wird Kraft bringen, auch wenn du es jetzt noch nicht für möglich hältst. Glaube bitte an dich, ja, wenn du hier gerade mit diesen Themen auch konfrontiert bist. Es ist ein Geschenk. Das, was du jetzt erkennen wirst, hier lässt dir eine Person die Maske fallen. Du wirst es erkennen, welche Person das eben auch ist. Und das ist für dich ein Geschenk, dass das letzte Wort hier zwischen dieser Dualseelenverbindung, eine ganz, ganz starke Verbindung, das letzte Wort ist hier noch nicht geschrieben, ja, was euch beinhaltet. Das heißt, hier kommt noch etwas. Also auch wenn du jetzt eben gewisse Ängste und Sorgen hast, denn es zeigt sich hier im danach folgenden Tag eben auch nochmal, ja, die Angst überhaupt wieder etwas zuzulassen, die Angst überhaupt etwas Neues zu beginnen. Aber hier wird ja eine Situation, eine karmische Lernaufgabe abgeschlossen, ja, und diesbezüglich habe bitte Vertrauen. Wir haben ja hier auch den Umzug, die Veränderung. Ja? Wir haben die Dinge, sich von Toxischen zu lösen. Ja? Dass eine Situation, die krank gemacht hat, die nicht mehr gut tut, in jeglicher Form auch immer, dass du jetzt bereit bist, hier rauszugehen aus dieser Situation. Das kann hier im Familiären sein, das kann in einer Partnerschaft sein, das kann in jeglicher Form auch immer sein, dass man sich von toxischen Dingen löst. Ja? Eine starke Veränderung findet hier statt. Wir haben göttliche Fügung. Du wirst wissen, wenn der richtige Zeitpunkt gekommen ist. Vertraue darauf, dass sich alles zum Guten wenden wird. Habe bitte Vertrauen. Ich bekomme das hier immer und immer wieder. Wir haben hier den Erfolg und gleichzeitig hier auch nochmal das Vertrauen, ja, dass du in gewisser Situation, auch wir haben hier auch die Hochzeit in Verbindlichkeiten, dass du letztendlich kein Vertrauen mehr hast. Ja, aber es stärkt dich. Es ist wirklich so, dass du bewusst die Dinge aus einer anderen Perspektive sehen solltest. Ja? Umso mehr du in Erfahrung bringst, wenn solche Dinge auf dich zukommen, stärkt es dich letztendlich. Ja? Du bist der Schlüssel deiner selbst. Bekomme ich hier immer und immer wieder. Zeit des Nachdenkens. Gesteht euch noch ein wenig Bedenkzeit ein. Was zeigt sich hier? Wir haben die Eins des Feuers. Das ist Herzschmerz, das sind Verletzungen, ja, die du wahrscheinlich hier in die nächste Partnerschaft mit reinbringst, ja, oder jetzt gerade derzeit hier dabei bist, etwas mit reinzubringen, aber das darfst du loslassen, ja. Wir haben hier den Mond, das sind die Ängste, ja. Du hast Angst, hier in etwas Neues zu gehen, aber es wird letztendlich von Erfüllung sein, ja. Schließe bitte Frieden mit diesen ganzen Dingen. Wir haben hier die Züchtigung in Kombination die zwei der Luft.
Und das sind hier Manipulationen, ja? Jemand, entweder kreierst du hier etwas, jemand hat etwas gegen dich, ja? Steht hier, man steht in der Öffentlichkeit. Es kann sein, dass du hier in Verbindlichkeiten bist. Jemand gönnt es dir nicht, ja? Hier ist noch eine andere Person, die immer und immer wieder schaut, ja? Oder bei deinem Gegenüber findet hier etwas statt, wo man dir etwas absolut nicht gönnt, ja? Weil du hier in deinem eigenen Perfektionismus bist, so bekomme ich das hier gerade rein, ja? Dass du hier bewusst schaust, immer wieder aufstehst und Neues kreierst und Neues eben auch verwirklichst im Hinblick deiner selbst. Es ist irrelevant, was du hier beruflich tust, was ich hier natürlich auch stark bekomme, aber dass du dich konzentrierst auf das. Und so ist es auch in der Liebe. Konzentriere dich bitte auf eine Person, die hier eben nicht aus dem Hinterhalt agierend ist. Ja? Also hier ist etwas im Unterbewusstsein, wo man immer und immer wieder selbe Personen anzieht. Und das bekomme ich hier stark, weil wir die Karte haben, dass man sich hier, wo hatten wir das? Was jetzt nicht negativ gemeint ist, bekomme ich hier gerade rein, dass man sich hier mehr oder weniger an jeden Strohhalm klammert, ja? Der gerade verfügbar ist. Aber wenn du mit so einer Einstellung auf die Partnersuche gehst, sprich, wenn du jetzt Single bist, in jeglicher Form auch immer, mit dieser Einstellung den Fokus nicht zu haben, was du eigentlich möchtest, kreiere dir hier bitte selbst diesen Partner, diese Partnerin, auch im Beruflichen, das, was entstehen darf. Und nicht, was aus dem Mangel heraus ist. Denn das, was hier geschieht, ist ganz klar aus dem Mangel heraus. Das ist eine klare Bedürftigkeit, ja? Den Blick nicht für etwas zu bekommen, wo man ihn ja eigentlich hat. Das kann sein, dass du im Beruflichen den absoluten Durchblick hast. Ja, jetzt hält sich ja der Adlige oder Adlige. Ja, aber in anderen Dingen diesen Durchblick nicht hast, weil hier wird etwas verdrängt. Du wirst hier gestärkt zumindest rausgehen, ja, denn du wirst es beenden. Du wirst die Widrigkeiten beenden und du wirst auch die Dinge beenden, die dir letztendlich nicht mehr gut getan haben. Hier auch nochmal mit der Karte des Leidens, ja. Leide bitte nicht für so eine Person, nicht für so eine Situation. Es bringt letztendlich nur die negative Energie. Das bringt dir Sorgen, Ängste, ja. Hier ist die ganz klare Botschaft, nicht in einer Opferhaltung zu bleiben. Irrelevant, was hier geschehen mag. Ja? Denn des Weiteren wirst du mehr und mehr Dinge in dein Leben ziehen, wenn du in einer Opferhaltung bist, die dich letztendlich als Opfer sehen. Ja? Ganz stark für die Liebe. Und hier noch mit der Karte die Züchtigung. Ja, man wurde hier ein Opfer eines Vorfalls. Ja, das kann auch ganz stark sein, dass du dich hier sehnst nach Begierde und Leidenschaft, dass du da mal kurz nicht aufgepasst hast. Wir haben hier die 8 der Stäbe. Es kommt ganz, ganz viel in Bewegung. Es ist bereits schon in Bewegung. Das kannst du nicht mehr aufhalten, was jetzt kommt. Ja, also ich bekomme das hier auch positiv, meine Liebe, mein Lieber. Also schau bitte, dass du, denn du bringst hier etwas zum Abschluss. Ja, habe bitte Vertrauen auf das Neue, was kommen möchte. Das Neue ist definitiv besser als in der Situation, wo du dich jetzt gerade befindest oder wo du warst. Ja, es wird etwas Besseres kommen, wenn du den Blick für das bekommst. Also nicht für das hier, für das Leid, ja, für die Traurigkeit, für den Herzschmerz, sondern hier bekomme ich, dass du den Blick bekommen darfst, was du Neues kreieren kannst. Kreiere dir hier deinen Wunschpartner, Wunschpartnerin. Ja, wie soll er oder sie sein? 8 der Stäbe, ganz, ganz viel Kontakt, ganz, ganz viel Kommunikation. Hier kann es um Umzüge gehen, um starke, drastische Veränderungen sind das hier. Hier kommt ganz, ganz viel in Bewegung. Wir hatten hier auch das in der gestrigen Botschaft. Ja, hier zeigt sich nämlich der König der Stäbe, das ist jemand mit Leidenschaft, Feuer, Temperament. Aber schau bitte, dass du aus diesen Gegebenheiten rausgehst, wenn das für dich eben stimmig ist. Wir haben hier den Magier. Es geschehen hier magische Augenblicke, ja? Und schau, dass du bewusst hier diese Attribute für dich erkennst. Dass du dich gar nicht mit sowas eben auch abgibst, ja? Dass du es nicht länger eben in deinem Leben zulässt. Alleine der Gedanke, was hier mal geschehen ist,
Sobald du es, hier ist die Anziehung, sobald du es immer und immer wieder zulässt, du ziehst das an. Ja, also fokussiere dich bitte auf die positiven Gedanken. Wem oder was möchtest du begegnen? Was möchtest du kreieren? Ja, wo soll es hingehen? Und bitte nicht da, wo es nicht hingehen soll. Ja, der Wagen. Wir haben Judgment. Hier sucht sich die Seele ihren Weg. Ja, also man lässt sich hier führen. Lass dich bitte führen. Habe Vertrauen, dass es geführt ist, dass es genau da, wo du jetzt bist, richtig ist und irrelevant, welchen Situationen du hier eben gerade gestellt bist. Du bist geführt in diese Situation. Die Welt. Und hier wirst du etwas zum Abschluss bringen. Warum? Weil du erkennst, dass es so, wie es bislang war, nicht mehr weitergehen kann. Die Welt steht auch ganz klar für Internetkontakte, was ich vorhin schon sagte. Ja, also dass hier etwas stattgefunden hat. Wir haben hier auch die Öffentlichkeit. Ja, etwas geht auch um die Welt, was das Globale beinhaltet. Ganz, ganz viele Nachrichten. Du wirst sehr viele Nachrichten aus der Öffentlichkeit eben auch bekommen in Bezug auf Seelenpartnerschaften, Wunschpartnerschaften. Schau bitte einmal, hier möchte sich auch jemand öffnen diesbezüglich seiner und dir eben Gewisses auch näher bringen. Ja, eine Situation ist hier geschrieben mit euch. Das ist hier geschrieben, dass jeder nochmal hier in eine Lernaufgabe mehr oder weniger auch gebracht wird, um das Wahre letztendlich zu erkennen. Es geschehen ja Dinge nur, damit man das Wahre erkennt, ja, aus keinem anderen Grund. Wir haben in Wälder, entscheide klar, was du willst, damit es jetzt zu dir kommen kann. Also wenn du noch in gewissen toxischen Dingen bist, ja, Situationen, Verbindlichkeiten etc., darfst du jetzt entscheiden, vor allem wenn du hier noch in einer Partnerschaft bist, ja. Schau bewusst, mit wem du eine Partnerschaft eingehst, schau bewusst, mit wem du eine vertragliche Partnerschaft im Beruflichen eingehen möchtest. In jeglicher Form Partnerschaften, ja. Wo ist, sind hier Lügen, wo ist hier der Betrug? Es geht um Partnerschaften auch im Ausland, das bekomme ich hier auch ganz stark, also schau mal bitte. Abgesehen davon wird hier sowieso etwas vollzogen im Globalen, ja? Was haben wir hier? Hier haben wir einmal die Karte jenseits deines Geistes. Es geschieht hier etwas, was du dir nicht erklären kannst, ja? Das kann hier durch Träume auch sein, durch nächtliche Gedanken. Hier kommt etwas Großes, was man sich letztendlich nicht erklären kann, wo man bislang immer gegen den Strom geschwommen ist. Ja, hier die Karte besagt, gegen den Strich auch zu schwimmen. Aber es ist letztendlich das, dass du hier über deine Grenzen hinaus wachsen wirst, aufgrund dessen, was jetzt geschieht. Ja, einmal mit dieser Karte. Bislang ist man immer in die falsche Richtung geschwommen und deswegen kommt bei dem einen oder anderen, entschuldige bitte, es hat hier gerade gestoppt, deswegen kommt hier bei dem einen oder anderen immer und immer wieder eine Lernaufgabe, ja, mit der man eben konfrontiert wird. Des Weiteren haben wir hier den wunderschönen Traum. Du wirst hier etwas träumen. Achte auf deine Träume, achte auf deine Gedanken, achte auf deine Visionen. Hier wurde dir in der Vergangenheit oder an diesem Tag schon etwas zuteil getragen, in einem Traum. Also in einem Traum wurde dir etwas schon übermittelt, ja? Und dir fällt es entweder an diesem Tag wieder ein oder das, was du in der Vergangenheit geträumt hast, das wirst du jetzt realisieren. Es kann auch eine Gefahrensituation sein. Ja, deswegen schau bitte auf dich, was du eben träumst und schau bitte auf die Zusammenhänge. Ganz, ganz wichtig. Und diese Karte besagt, dass du alles das, was dich bislang festgehalten hat, hier voranzugehen, wo du keine Kompromisse eingehen konntest, wo du dein Leben nicht konditionieren konntest, lass all diese Dinge los, die dich letztendlich irgendwo festhalten. Ja, also die Karte besagt auch, du musst hier nicht nackt sein, um gewisse Dinge in den Fluss zu bringen, ja, um hier etwas zu erreichen, was du längst letztendlich schon besitzt, ja. Also, dass das, so wie du bist, dass es letztendlich ausreichend ist für all das, was du kreieren möchtest, für all das, was dir zur Verfügung steht,
ja, dass du das Ganze jetzt wirklich hier eben loslassen darfst, ja, auch hier in einen Fluss bringen darfst, dass du das Alte wirklich mehr oder weniger verbrennst, dich verabschiedest von Dingen, ja, die dir letztendlich nichts mehr auf deinem weiteren Lebensweg mehr oder weniger da zu suchen haben, ja, und vor allem haben wir hier auch nochmal den Albtraum, ja. Also es ist hier für eine Person, für eine Drittperson, es kann auch sein, dass du jetzt hier in eine Verbindlichkeit gehst, ist es der Albtraum, ja, dass du hier aufsteigst, dass du etwas Neues kreieren lässt, dass du in eine Partnerschaft gehst. In jeglicher Form ist es hier der Albtraum. Was du hier von außen erfährst, wird ebenfalls, hier haben wir den Traum, hier haben wir den Traum, also sprich den Mond, ja, wird ebenfalls ein Albtraum sein. Dennoch ist es aber wichtig, dass du dadurch erkennst, dass du hier, dass es dafür da ist, dass du nicht mehr gegen den Strom schwimmst, sondern mit ihm schwimmst. Ja? Also sich hier auch nicht zu wehren diesbezüglich, was du eigentlich möchtest. Also hier ist ganz stark irgendwo die Ablehnung, etwas zu sehen und aber auch mit der Züchtigung, ja, die Einsicht hier nicht zu haben. Entweder gewisse schmerzhafte Dinge loszulassen, aber ich bekomme auch viel eine Drittperson. Ja, des Weiteren könntest du das eben auch repräsentieren. Deswegen, ich bekomme hier ganz, ganz viel Luxus eben auch, ja. Also ich bekomme hier jemanden, der aber auch in eine irgendeiner Form engständig gedacht hat. Ja, so bekomme ich das auch gerade rein. Das ist nicht negativ gemeint, sondern hier in diesem Reading geht es ganz lang darum, den Blick für etwas zu bekommen, wo man den Blick in der Vergangenheit eben nicht hatte. Hier ist es ja auch so, dass man die Augen geschlossen hat und dass man sich hier so repräsentiert, was im Grunde genommen gar nicht nötig ist. Ja? Also hier tut jemand etwas, weil er der Meinung ist oder sie der Meinung ist, es müsste so sein. Ja? Das ist nicht das, wo du hier mit auf die Welt gekommen bist oder wofür du auf die Welt gekommen bist. Ja? So bekomme ich das hier. Wir haben das Vertrauen. Um etwas verändern zu können, muss man es zuerst akzeptieren. Und das ist das, was ich hier schon meinte. Ja, hier hatte jemand diesen einseitigen Blick. Man hat den Fokus nicht, sich um die eigene Achse zu drehen, aber man kann diesen Blick dafür bekommen. So bekomme ich das. Und darum geht es letztendlich. Denn du wirst Erfolg haben. Ja, und hier zeigen sich ganz, ganz viele erfolgreiche Personen aus. Das bekomme ich hier für eine Gruppe. Ja, dass du letztendlich hier vielleicht auch für jemanden schaust, der hier stark den Erfolg eben auch anstrebt, ja, hier diesbezüglich eben seine Zeit oder ihre Zeit anders managt. Also schau mal bitte, wie das für dich stimmig ist. Des Weiteren kann es sein, dass hier eine Seelenverbindung ist, ja, dass ihr füreinander bestimmt seid und hier aber noch eine Lernaufgabe ist und dass man dann hier auf dich zukommt, ja. Hab Vertrauen, es wird ein Happy End auf ganzer Linie geben. Habe bitte diesbezüglich Vertrauen. Achte hier auf Botschaften, Signale. Wir haben hier den Albtraum, wir haben hier eben das, was ich vorhin sagte, mit dem Traum. Achte auf das, was du träumst. Achte auf das, was du in der Vergangenheit geträumt hast. Ja, dass du deine Träume notierst. Ja, um letztendlich gewisse Schlüsse auch daraus zu ziehen. Denn ich bekomme das als gravierende Botschaft hier eben auch rein. Ja, hier haben wir auch das Krafttier. Du bist hier unter starkem göttlichen Schutz. Ja. Der Gorilla steht hier auch für die höchste Sensibilität, also sehr, sehr kraftvolles Tier. Achte bitte auch auf deine Krafttiere, du bekommst hier Signale diesbezüglich. Es kann natürlich auch sein, dass beruflicherseits etwas geschieht, wo der Ort gewechselt wird. Ja, dass es sich hier um Ausland geht oder ähnliches. Ich sehe hier auch den Umzug, dass etwas hier gerade derzeit dabei ist, Form anzunehmen. So, meine Liebe, mein Lieber, ich wünsche dir hiermit alles, alles Liebe und vor allem Kraft. Fühl dich umarmt. Bis dahin.